Die Schraube ist abgebrochen. Was ist das? Wow, Alter, ich guck mal, was ich drin gefunden habe. Was denn? Also das Ding ist sehr, sehr alt. Wie geht's? Wie steht's? Gut, Ayrosch, wie geht's dir? Danke. Soweit, so gut. Wir haben ja auch einen Deckel. Willkommen, meine Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Warum habe ich eigentlich Tor zugemacht? Wir müssen ja noch warm laufen lassen. Ich will mal gucken, was sie das letzte Mal gemacht haben. Das ist immer interessant. Bei 263.000 haben die nichts gemacht. Wow. Dann bei 237.000 2018 haben die nur Estronic mit Filter. Sonst haben die nichts gemacht. Das war klar. Also bin ich mal heute mal gespannt, wie alt zum Beispiel der Kraftstofffilter ist. Innenraumfilter bin ich mal gespannt. Machen die auch nicht immer sehr viele. Und ja, dann werden wir sehen. So, heute werden wir natürlich eine Inspektion machen, weil wir fahren morgen los. Und ihr wisst gar nicht, was uns alles passiert ist. Bei dem letzten Video habt ihr ja gesehen, ich habe ja die Düse abgerissen. Ne? Nicht die Düse, das ist danach passiert. Dazu kommen wir jetzt. Gewinde ist ja durchgedreht. Da war ich einfach, ich weiß nicht, ob ich zu schnell war. Aber normalerweise dürfte sowas nicht passieren. Danach sind wir ja auch 200 Kilometer gefahren. Und dann sagt das Auto auf einmal Öl einfüllen. Da habe ich gesagt, okay, was ist jetzt los? Dann haben wir geguckt und haben gesehen, dass von der linken Seite Ventillecke sehr viel Öl verloren hat. Warum? Es war von der Düse, ne? Eidosch? Ja. Haben das Ganze sauber gemacht, hab die Schraube nochmal abgebaut. Super Gewinde, sage ich euch. Warum? Wird ihr jetzt auch sehen. Hab die Schraube ausgebaut, hab geguckt, alles super. Schraube ist super. Ja, ja, warum die jetzt abgebrochen ist, dazu kommen wir noch. Ventildeckel wieder ab. Ich dachte, irgendwas ist da passiert. Vielleicht habe ich einen Ventildeckel irgendwie, eine Dichtung verletzt oder so. Geguckt, Gewinde perfekt. Weil wir dachten, wir haben das Gewinde zu hoch gelassen. Gewinde war perfekt. Super, alles klar. Wieder eingebaut, sauber gemacht. Wieder gefahren. Dann wieder Ölverlust. Und ihr müsst euch vorstellen, von hier so haben wir Öl verloren. Dann dachten wir, okay, warum verliert der da Öl? Dann haben wir ja natürlich hier 90 Grad gehabt. Da habe ich gesagt, okay, kann sein, dass die Schraube vielleicht nicht ganz runterkommt. Kann auch nicht sein, habe ich gesagt. Egal. Hab dann nochmal hier 90 Grad gegeben. Sollte man nicht machen, ich weiß. Habe ich aber nochmal gemacht und dann ist das passiert. Die Schraube ist abgebrochen. Restgewinde muss ich irgendwie rausholen. Ich habe das geschweißt, habe das rausgeholt. Alles kein Problem. Gewinde war noch top. Neue Schrauben geholt, alles wieder eingebaut. Bevor ich wieder alles einbaue, habe ich gesagt, und bauen wir den alten Ventildeckel ein mit neuen Dichtungen. Alles eingebaut und siehe da, er verliert keine Öl mehr. Das ist ein neuer Ventildeckel. Dieser Ventildeckel war nicht günstig. Und der hat hier irgendwo ein Haarriss. Ich weiß nicht wo. Hast du schon reklamiert? Nee, habe ich nicht gemacht. Also werden wir auch nicht schaffen. Wir werden jetzt erstmal so fahren und ja, wenn ich wieder zurück bin, werde ich mit der Firma reden. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Und ganz ehrlich, ich will die Firma jetzt auch nicht zeigen. Ich will jetzt auch keinen schlecht machen, weil die Verpackung ist so gekommen mit einer Folie. Das war's. Die andere Ventildeckel, die war ja gut, die war von Weico und die war richtig schön verpackt. Ach, waren das zwei verschiedene Marken auch? Und ich schätze mal, der wurde einfach mal so hin und her geschmissen. Und der hat irgendwo, ne, wenn du das hier zum Beispiel siehst, Eidosch. Ja, das ist schon ein dünner Karton, ne, wenn man so sieht irgendwie. Es kann einfach mal sein, dass der irgendwo mal richtig draufgefallen ist und dadurch hier ein Haarriss entstanden ist. Und was ist passiert? Ja, ich habe es abgekriegt. Aber was ich jetzt auf jeden Fall sagen kann, unser Helicoil. Das Ding ist bombenfest. So, was machen wir heute? Was brauche ich alles ein? Kraftstofffilter, Ölfilter. Ich kann euch das nur empfehlen. Kauft immer aktiv Kohlefilter. Die sind teuer, ja, aber die sind immer brutal geil. Wir machen 5W30 rein. Davor, Leute, das kann ich euch nur empfehlen. Systemreiniger. Ihr lässt den einfach warm laufen, 10, 15 Minuten mit denen laufen lassen. Die ganzen Ablagen, die lösen sich. Dann macht ihr einen schön sauber. Und das innerhalb von 15 Minuten. Und dann macht ihr einen Ölwechsel. So. Du weißt ja, bei Diesel... Ist es ja sofort, du machst einen Ölwechsel, ist es trotzdem schwarz. Okay. Und wenn der Systemreiniger reinmacht, also ehrlich, das Öl ist hell und bleibt auch sehr lange hell. Und Diesel Systemreiniger für die Injektoren. Das macht ihr in den Tank rein. Die Injektoren habe ich zwar sauber gemacht, aber sowas kann auch mal nützlich sein. Wenn ihr so länger fährt, die ganzen Querlenker, die werden wir auch nach dem Urlaub machen. Wir fahren so? Wir fahren so, egal, sollen jetzt einmal richtig kaputt gehen und wenn wir zurück sind, muss ich die wechseln, weil ich habe jetzt ACC wieder eingestellt hier, Eidosch.
ACC funktioniert, ey, wie geil ist das? Aber wenn du jetzt wechseln würdest, würde dein ACC wieder nicht funktionieren. Ja, so ist es. Und dann später ist mir auch eingefallen, so, wenn ich jetzt ACC, also wenn ich jetzt die Querlenker wieder tausche, ist mein ACC wieder verstellt. Kannst du wieder hin. Und ich kriege keinen Termin. Und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt kaputt ist. Nein, der fährt sich doch gut. Super. Das irgendwo so direkt, das wäre, ne? Ja. Also Systemreiniger macht ja in den Motor rein, ne? Das ist ja für die Ablagerung für Öl. Auch schön flüssig. Riech mal. Riecht wie irgendwie so Dings. Das erinnert mich an so Sivrisinek-Dings-Ilatsch, weißt du? Ja, nicht erinnert mich so. Kennst du diese, wo du die so Pistolen sauber gemacht hast? So. Ah, dieses Ölzeugs da, ne? Soll ich gucken? Zeig. Was ist das? Das ist das, was wir einatmen. Achte mal, bitte. Wie alt ist das Ding? Das ist sehr alt. Das ist schon ekelhaft. Oh. Wahnsinn, ne, Eidosch? Ja, ich bin echt am Staunen. Aber ich schätze mal die Werkstätte schuld. Dass sie sowas nicht tauschen, verstehe ich nicht. Und das geht so einfach bei denen. Mach doch mal bei jeder zweiten, dritten Inspektion mal so einen Service. Aber was ist, wenn die Werkstatt das sagt und der Kunde sagt, nee, nur das Nötigste, lass mal. Kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du? Aber das ist doch deine Gesundheit. Ja, natürlich. Du atmest das hier ein. So ist es. Weißt du, ist ja normal, dass ich hier nur krank werde und Allergien bekomme. Apropos Allergien, der ist antiallergisch, genau. Mach den neuen jetzt rein. Das sieht schön aus, das Blaue, ne? Ja. So. Bereiten wir schon mal alles vor. Ölfilter haben wir ja wieso da vorne. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir eine Dichtung, da haben wir eine Dichtung, da haben wir eine Dichtung. Und Kraftstofffilter, da gibt es immer zwei. Da vertue ich mich immer bei Audi immer gerne. Ich hoffe mal, das ist der richtige. So, Klimagas haben wir auch schon hinter uns. Und Eidosch? Ja. Wie wird die Route sein dieses Jahr? Die Route? Oder Überraschung, ne? Überraschung, also sonst verraten wir alles auf einmal, ist ja nicht gut. Das Geilste, ich weiß selber nicht. Boah, warum ist der so fest? Wow! Meins kommt da jetzt auch eine Überraschung raus. Wow, ey, warum ist der so fest? Keine Ahnung mehr. Aber der war richtig fest und da sollte ja nur 35 Newton. Steht auch dick und fett drauf. Ah ne, Ölwechsel sieht schon gut aus. Okay. So. Voll so Urlaubsfeeling, ne? Hast du es schon so? Bist du schon in dem, was sagt man? Ich will schon längst losfahren, aber ich muss ja auch einmal sparen. Ich muss ja noch arbeiten. Morgen musst du noch arbeiten, dann bin ich fertig. Du weißt, ne, morgen gebe ich den Golf ab. Hier sieht schon mal gut aus, genauso wie sie sauber gemacht haben. Hier auch, wow. Nix, gar nix. Kein Ölverlust. Hier hatte ich alles voll gehabt. Hier habe ich auch noch mal sauber das gemacht. Das weiß ich noch, ja. Und ich bin ja auch wieder 200 Kilometer gestern gefahren, extra. Es war brutal. Da wurde schon mal länger kein Ölwechsel gemacht, glaube ich. Also so fest ist, guck mal hier, Ölfilter, die Ölablassschraube, was ist hier los? Weiß auch nicht, Eidosch. So, Vorsicht. Kriegt ja ungefähr 6,4 Liter. Jetzt schön gereinigt, ne, ja. Wahrscheinlich hier. Genau, hier die Dichtung. Kann es sein, dass der ist jetzt ein bisschen dünnflüssiger? Alter, ist die Dichtung alt. Die Dichtung alt. Ja, ist dünnflüssiger, klar. Da sieht man auch echt, dass der sehr lange drin war.
die Dichtung. Ja, 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 ja. Also Kraftstofffilter würde ich auch immer empfehlen, ne? Ehrlich. Wie oft? Nicht bei jeder Inspektion dann, nein, oder? Weiß ich natürlich nicht. Wenn du ins Ausland fährst, Ayrosch, dann weißt du ja nicht, was du tankst immer, ne? Ja, das stimmt. Und du weißt das selber, wenn du irgendwie in der Tankstelle bist, du riechst das. Das riecht nicht nach Diesel irgendwie, habe ich das Gefühl manchmal. Echt, merkst du das? So kann man das riechen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass eben so entweder irgendwie was anderes beigemischt wird oder so, dass man halt... Ich komme gar nicht ab. Die Qualität ist wohl nicht überall gut, sagen wir mal so. Nein, nein. Ah, wenn wir den jetzt auch nicht abkriegen, haben wir jetzt auch nicht. Ha! Oh! Hat sich aber ordentlich was angesammelt hier, guck mal. Hauptsache keine dicken, fetten Spinne oder so. Also das Ding ist sehr, sehr alt. Irisch. Und meinst du, ist es der Original oder? Oder vielleicht wurde es nur einmal gewechselt? Ich weiß es nicht. Aber der sieht echt sehr alt aus. Vorsichtig. Oh, es riecht schon so gut. Beste Teil eigentlich von der Dose. Super, aber bevor wir das hier zusammenbauen, gucken wir natürlich, ob er dicht ist. Oh, das Ding ist voll. Und jetzt 5 Liter schon mal drin. Das Ding ist so geil. Guck mal. Ziemlich schnell, ne? Ja. Wow, Alter, ich guck mal, was ich drinnen gefunden habe. Was denn? Die Dichtung von dem alten Ölfilter ist noch drin. Habe ich gar nicht geschaut, ne? Guck mal. Die Dichtung hier hat gefehlt. Welche Dichtung? Die Dichtung war da drin. Echt jetzt? Ja. Gucken, ob ich die jetzt rauskriege. Genau. Sorry, jetzt wollte ich da. Achte mal. Das Teil! Der war auch kaputt. Guck mal. Das Teil hat also auch eine Dichtung da oben. Ach, guck mal, das meinst du. Deswegen hat er nicht gepasst. Gut, dass ich nochmal geschaut habe hier, ehrlich. Auf jeden Fall. Super! Luftfilter hat mal erneuert gehabt, Innenraumfilter. Frostschutz ist auch neu, Bremssicherheit ist sowieso neu. Joch, 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 joch. Wie viele Kilometer fahren wir überhaupt? Oh, so ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall urlaubsreif. Radlager haben wir neu, Bremsen sind neu. Wir hatten ja ein Problem gehabt, dieser Ölverdunner, das haben wir behoben. Sonst ist ja alles super, sonst haben wir ja nichts. Schaltet gut. Läuft gut. Hat Power. Ja, das war's. Hört sich gut an. Brauchen wir nicht. So, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir uns einpacken und dann losfahren. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Und wo wir.
hinfahren. Wo wir landen sozusagen. Ja. Auf jeden Fall aufpassen bei der Inspektion, Leute. Wenn ihr ein Auto kauft, wo Inspektion schon gemacht wurde, macht doch eine Inspektion. Sicher ist sicher. Einsteigen und losfahren. Und dann bin ich mal gespannt, ob unser 400.000 Audi Probleme machen wird oder nicht. Bei dem Billig-Taxi haben wir alles neu gemacht. Und bei dem armen mir, ja, was mein Deli ist, ja, einmal eine Inspektion, ach, der macht schon mal 400. Ja, das ist ja auch so, ne? Da hat man mehr Vertrauen bei diesem Auto. Ja. Hier, mein Bruder hat einen Neuwagen, ist irgendwo in Ankara stehen geblieben, AdBlue-System. Ist nicht mehr angegangen, oder? Nee, bei AdBlue-System, wenn er halt kaputt ist und du den einmal ausmachst, kann sein, dass du den nicht mehr starten kannst. Oh. Ja. Aber das war jetzt bei ihm nicht der Fall, oder? Nee, bei dem war das nicht der Fall. Also der ist jetzt im BMW, also der ist jetzt bei BMW. Oh, okay. Der ist ja in Istanbul jetzt. Ist er extra dahin gegangen? Ja. Der war irgendwie erstmal in Ankara BMW. Die haben irgendwie ausgelesen und gesagt, da ist nichts. Aber wenn ihr wollt, können wir noch mal ein bisschen schauen. Warum auch immer. Da hat er alles klar, haben Fehler gelöscht. Dann ist er gefahren nach Istanbul und dann kam der Fehler nochmal und jetzt ist er bei BMW. So, danke schön fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gesund. Macht die Inspektion. Ganz, ganz wichtig. So, Alter, schon. Dann bin ich mal gespannt, ob wir Probleme haben. Tschüss. Tschüss.